Willkommen zurück zu Part 19 ist es jetzt, glaube ich. Ja, 19. Ich bin weiter auf der Suche nach dem Fisch in diesem Viereck. Da sind die Taucherboys, hier ist eine Insel, die ich aber noch nicht nachgeguckt habe. Doch, das ist die Insel, wo wir irgendwas damals gefunden haben. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es war. Da sind Rubine, da ist nicht viel Interessantes. Aber es wäre schon ganz interessant, wenn ich hier den Fisch finden würde. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Übrigens, ja, wir werden jetzt bald wieder mehr Geld ausgeben. Freut mich relativ. Wo bist du, du verkackter Fisch? Wo bist du? Ist zumindest die Insel hier. Die hätten wir ja vorher nicht gefunden. Ich will jetzt eigentlich schon den Fisch finden. Ach, scheiß drauf. So, auf in die Richtung. Und zwar mit Vollspeed. Ja, ich weiß, ich hab's falsch herumgemacht. Da. So, schlechtes Wetter heute hier. War das gerade ein Fehler? Habt ihr das auch gesehen? Ich habe jetzt gerade nicht auf die Kamera geachtet, beziehungsweise auf das Programm von der Kamera. Aber das sah jetzt schon aus wie ein Fehler. Okay. So, hier sind wir bald bei Portemonnaie angelangt. Oh, und wir kommen perfekt. Weil guckt mal, welche Tageszeit wir haben. Es ist Nacht. Und was ist nachts in Portemonnaie? Eine Auktion. Und genau die wollte ich mal kurz nachschauen. Weil ich weiß nicht, was wir da alles finden werden. So, perfekt angelegt in einem... Ach, egal. So. Da komme ich nicht hoch. Schneller, 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 schneller. Übrigens habe ich gerade noch eine Flasche gefunden. Neosan LP M, du bist der Beste. Stimmt nicht, ich bin der Bessere. Nein, keine Ahnung. Da gehen wir gleich hin. Ich weiß nicht, ist hier die Auktion? Bam, bam, bam. Genau. Hallo. Laber, laber, laber. Auktion, Auktion, Versteigerung. Glaber, glaber, glaber. Möchtest du an der Auktion teilnehmen? Unbedingt. Viele Leute, die mich abzocken wollen. Und mal gucken, was es hier so gibt. Wie viele von den Glücksamuletten haben wir jetzt eigentlich? Oha, wie scheiße sieht der denn ohne Kopftuch aus? Yeah. Ich werde sie nicht zahlen. Ach, egal.
weiß nicht wirklich, was ich da mache. Beruhig doch da. Hallo? Ich biete jetzt einfach mal mit. Hi. Einfach mal einen auf Großpotz machen. Hehe. Hä? Mal gucken. Es will doch noch jemand darauf bieten, hä? 112. Ich treib das ja ganz schön hier in die Höhe. Ehrlich, ich will gar nicht so viel dafür zahlen. Ah, vielleicht kriegt man ja was dafür, wenn man die Auktion gewinnt. Okay, jetzt triggern, Mann. Oh Mann. Jetzt lasst mich doch auch mal wieder bieten. Scheiße. Boah. Erstmal ein bisschen verwirren wieder. Heilige Scheiße. Danke. Aber das war jetzt nicht das, was ich kriegen wollte. Ich werde ja nur wohl für 300 Rubine was anderes kriegen, oder? Yay. Für 200 Rubine. Für heute war das alles? Ich sollte nicht so leichtfertig mit meinem Geld umgehen. Ist ja nicht so, als hätte ich keins. Geht das? Ja. Schätze ich mal. Diesmal biete ich aber nicht auf ein dummes Amulett. Ich will wenn schon jetzt das kriegen, was ich denke, was ich kriegen will. Falls ich es hier kriegen kann. Yay. Einfach mal gechillt ein bisschen nach oben treiben. Nebenbei, ich guck gerade nach,
ob ich hier das kriege, was ich kriegen will. Und diesmal biete ich auch so, wie man es normalerweise tut, erst in der letzten Sekunde. Wie findet ihr eigentlich IS-7? Ich find's in Ordnung. Viele sagen ja, das wäre scheiße, aber ich mag's. Ich muss jetzt halt gerade nachgucken, ob ich das hier wirklich hier finde. Oh Mann, das hilft mir gerade nicht. So. Jetzt mache ich die mal kurz taubstumm. Halt's Maul. Okay. Hey. Für einen Riesenpreis eine Karte geholt, die ich wahrscheinlich irgendwo sonst hätte finden können. Egal. Okay, das muss ich irgendwann anders nachgucken. Oder ich probiere es einfach weiterhin. So, mal eben die Karte angucken, falls es überhaupt was nützt. Yippie, Skippy. Ach Mann, das muss doch irgendwie einfacher gehen. Probier es jetzt noch einmal. Sofern der mir jetzt wieder sagt, gleich ist irgendein Shit, dann
lasse ich einfach durchlaufen, die Auktion, und dann soll er mich mal. Hallo. Labalabalabalabalaba. Ich weiß, heute rede ich ein bisschen wenig. Ich bin auch so ein bisschen krank, aber ich wollte halt weiterspielen. So. Scheiß drauf. Dann lasse ich es eben durchlaufen und ich rede mit euch in der Zeit. Ja. Weiß ich auch gar nicht so wirklich was. Aber okay. Ja, 5 Rubine. Das muss ja eine Mega-Schatzkarte sein. Ja, worüber kann ich mit euch reden? Also, das, was ich hier finden will, gibt's doch hier. Oder wie jetzt? Moment. Okay. Ja, mach 8 Rubine dann eben. Achso, ne, ich will doch gar nicht bieten. Oha. Man kriegt's doch hier. Ja, und was soll ich jetzt hier? Allerdings. Kein Bock mehr drauf. Ich wusste nicht, dass man hier auch sofort aussteigen kann. Dann hätte ich das nämlich. Ich dachte, man, ich würde jetzt einfach nur abbrechen mit dem, was ich A gedrückt habe, wisst ihr? Aber okay, dann gehe ich jetzt raus, rein, raus, rein. Guck mal, vielleicht schneide ich das raus. Ja. Keine Ahnung, was ich hier großartig noch machen soll. Also ich habe jetzt gerade gesehen, man kriegt's wirklich hier, das Ding, was ich haben will. Ich hoffe, ich komme mit meinem Geld aus, aber so wie es aussieht, nicht. Das will ich doch alles nicht. Vielleicht richtet sich das auch an meinem Geldstand oder was? Fick dich. Okay. Ich weiß jetzt nicht wirklich, hätte ich da ganz am Anfang einfach nicht 300 Rubine draufsetzen sollen auf die eine Karte oder was ich da gekriegt habe. Es riecht mich jetzt gerade ziemlich auf. Und was ist das hier alles? Die sehe ich jetzt schon die ganze Zeit. Meinte die Tante, die Lehrerin ist jetzt auch da. Kann ich ihr ja eben meine Rubine geben. Ach, meine Glücksamulette. Jo, sie ist auch nachts noch da. Ach so. Gar nichts sollst du mir eigentlich erzählen. 18 Minuten haben wir jetzt wieder, aber ich mache halt heute einfach mal alles so ein bisschen länger und schneide dann gleich was raus. 13 Amulette haben wir jetzt. Hier. Genau, fürs Amulett haben wir 20, 300 und gezahlt. Ist auch ein verdammt mieser Preis, finde ich. Aber soll ich euch mal sagen? Ich drehe sowieso gleich durch. Ich werde wahrscheinlich gleich offscreen, werde ich ein paar Rubine sammeln. Und ja, das soll es dann gewesen sein. So viele Rubine, die wir jetzt noch verschwendet haben letztens. Und jetzt brauche ich sie. Was wollte ich denn noch machen? Genau. Na, bevor ich da jetzt reingehe, gehe ich lieber nochmal hier rein und gucke. Vielleicht
Vielleicht kriege ich es ja hier für einen billigen Preis. Ich befürchte, es wird sich nach meinem momentanen Geld. Nach meinem momentanen Geldstand orientieren und. Ja. Sofern ich nicht 500 oder was bei mir habe, wird das nichts mit dem, was ich haben will. Von daher. Aber nicht groß rum, sag mir, was ich krieg. Oder kriegen könnte, ja. Lass mich raus hier. Okay, machen wir ein andermal. Ich bin jetzt gleich hier schon raus. Und ja. Ich zeige euch vielleicht noch was, wenn es jetzt geht, aber ansonsten haben wir jetzt den Part ziemlich vergeigt. Ich hätte halt keine 300 Rubine auf das dumme Amulett, legen sollen. Naja, egal. Ist jetzt auch nicht mehr zu ändern. Ja, auf jeden Fall. Aber bevor ich jetzt das mache, was ich eigentlich machen wollte, mache ich mal wieder was anderes und gehe zu Travolta. Genau. Rechts, links, unten. Okay, rechts, links, unten. Ich glaube, so ist es richtig. Rechts, links, unten. Scheiße. Rechts, links, unten. Rechts, links, unten. Unten. Rechts, links, unten. Scheiße, scheiße, scheiße. Vertan. Rechts, links, unten. Rechts, links. Achso. Tut mir leid, ich habe jetzt wirklich aus Beklopptheit mit rechts und links vertan. Tut mir leid. Und es ist Tag. Und als gelungenen Abschluss werde ich euch dann noch versuchen, etwas anderes zu zeigen. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Und wo lande ich jetzt? Ach, scheiße. Ja, ich sage ja, heute ist alles ziemlich im Arsch. Komischerweise steht mein Schiff jetzt anders, als ich es hingestellt habe, aber egal. War irgendwer an meinem... Nein, ich will nicht mit dir reden. War jemand an meinem Schiff? Niemand fasst mein Schiff an. Allein weil es reden kann. Hoho. Reim. Ganz ehrlich nicht, wie ich da hinkomme, wo ich hin will. Da waren wir auch schon mal. Und diesmal können wir auch was machen. Hier rum, glaube ich, ne? Genau. So ungefähr zumindest. Ja, auch nicht so wirklich. Was wir hier nochmal Schiffe versenken. Ach, vielleicht muss ich da hinten durch den Raum durch. Da war noch was hinten, ne? Ach, Mann, ich habe keinen Bock mehr für heute.
Ja, und wenn welche Richtung wäre dann für dich okay? Ich glaube, so wäre richtig. Es weht doch der richtige Wind. Ach, muss ich jetzt noch mal den Schalter bewegen, betätigen? Dann mache ich das jetzt noch mal. Das wäre doch ein schöner Abschluss für diesen Part, oder? Kann ich das vielleicht auch mit dem Enterhaken da hoch? Nee. Jetzt hätte er mir das angezeigt. Weil in Ocarina of Time konnte man das ja auch mit dem Enterhaken sich an eine Leiter oder an einer Wand hochhangeln oder so ähnlich. Ja. 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 Ach ja. Wieso ist überhaupt eine Verbindung zwischen dem Schiffe versenken und dem Riesenrad? Mit dem will ich auch nicht mehr reden, mit dem Typen vom Schiffe versenken. Oh, schon 17 Uhr bald. Wie gesagt, warum ich das sage, ja, ich habe wieder mal gedacht, es wäre erst 15 Uhr. Steig in einer der Gondeln. Dann warten wir auf die nächste. So. Yeah. Hier kann ich nächstes Mal mit Zelda hin. Übrigens habe ich hier absolut keine Ahnung, was ich hier tue. Gebieter des feuersbringenden Bogens, labalabalaba. Und ich befürchte, ich brauche hier ein ganz bestimmtes anderes Item. Ja. Ich brauche A Pfeile, ich brauche B Feuerpfeile, falls es die hier gibt. Also schätze ich mal. Ich wüsste sonst keine andere Erklärung. Link, du bist krank. Folgt der Opa mir bis hierhin? Nein. Okay. Dann bis zum nächsten Mal.